Freunde, Peter von der Liffende Camper hier. Ihr seid gegrüßt. Ja, ihr hört, Motor läuft. Arbeiten ordnungsgemäß für meine Tochter ausgeführt. Ja, und jetzt geht's erstmal Richtung Tangermünde, noch wieder Wasser tanken, Wasser ablassen. Und dann geht es weiter nach Arneburg, Leute. Und da freue ich mich schon drauf. Da bleibe ich bis nächste Woche Sonntag, Montag auf alle Fälle. Ne, und dann mal gucken, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und ich werde das genießen. Fahre jetzt gleich noch einkaufen. Will eventuell ja vielleicht schon mal tanken. Muss ich mal gucken. Und dann schauen wir mal. Ne? Tja, Leute, so ist das. So, und jetzt beginnt nämlich der Urlaub. Und nicht anders. Hier, wir sehen uns. Ja, Leute, eingekauft, schaut mal, hinten der Aldi, 50,04 € bezahlt. Jetzt fahre ich noch mal Wasser ablassen und sowas alles, Wasser auftanken, und dann nehme ich euch natürlich mit und dann freue ich mich auf Arneburg, Leute. Ja, Leute, Déjà-vu, ne? Hier war ich schon mal. Ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir, ja, da war ich ja mit jemand hier, hatte ich schon mal Wasser abgelassen und getankt und sowas alles. Ja, und diesmal alleine, ne? Kennt ihr ja. Die Geschichte kennt ihr ja. Hier, ich wünsche euch was. So, liebe Leute, schnell einmal voll tanken. Schaut mal auf die Preise. 1,59 €. Chance nutzen. So, Leute, 88 Liter, 1,59 €, 141 €. Ich bin ja mal gespannt, was er verbraucht hat. Aber ich bin hier auf dem Hinweg auch ein bisschen schneller gefahren. Naja, jetzt fahre ich Richtung Arneburg. Endlich. Jetzt beginnt auch der Urlaub und nicht anders. Leute, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Hier, wir sehen uns.
Ja Leute, angekommen. Und was soll ich sagen? Ich bin nicht alleine. Die tollen Plätze werden immer, immer weniger. Naja, egal, werden wir sehen. Hier. Ne? Ich bleib trotzdem hier. Vielleicht hauen sie ab, dann kann ich mich morgen nochmal umparken. Wir werden sehen. Bis nachher im Wohnmobil. Das ist so klasse. Ja, Freunde, Peter von der Liffende Camper hier. Hier seid gegrüßt. Ich muss gerade so lachen, weil ich mich so unfassbar ja, versprochen habe hier die ersten Male gerade. Naja, egal. Erster Urlaubstag. Ihr habt es gesehen. Hat natürlich geregnet. Guckt mal. Regen ohne Ende gewesen heute Nacht. Und wie, ich habe auch nicht gut geschlafen. Und schaut mal hier raus. Aber der Blick, der entschuldigt natürlich. Ne? Und das ist natürlich traumhaft. Ja, ich stehe wieder an ja, einen meiner Lieblingsplätze im Osten an der Elbe. Wollte heute eigentlich schon einmal wandern, aber es ist mir ein bisschen zu nass noch. Also werde ich ein paar Shorts machen, Videobearbeitung machen und sowas alles. Hab mich heute Morgen schon mal einmal umgeparkt, weil auf diesem Platz, der sonst wirklich leer ist, doch mal ein paar Wohnmobile standen. Habe ich ja vorher ja schon gesagt, ne? Aber als allererstes werde ich mal das machen, was ich immer sträflich vernachlässige. Mal was für ein vernünftiges Essen, Leute. Ne? Deswegen Frühstück, drei Eier bei, Kaffee und dann schauen wir. Hier, wir sehen uns. Eier dürfen nicht fehlen. Leute, wie genieße ich das gerade, so richtig, richtig Urlaub zu haben. Ja, ne, ihr habt es ja mitbekommen, ein bisschen fleißig gewesen bei meiner Tochter, aber sowas mache ich gerne. Ich helfe allen meinen Kindern. Und naja, ne, ne, jetzt zuerst mal frühstücken, dann werde ich höchstwahrscheinlich bei dem Wetter gleich erstmal den Rechner rauspacken, nochmal ein, zwei Filme schneiden und dann werden wir uns sehen. Tschüss. Leute, heute habe ich das. Ich quatsche und quatsche die ganze Zeit in der Kamera und mache die Kamera nicht an. Hier, schaut mal, jetzt muss ich das von vorne machen. Da habe ich jetzt gerade alles aufgebaut. Die Kameras, eine hängt draußen. Ich tue jetzt den, was heißt tun, das läuft schon eine ganze Zeit lang. Seit 5 Stunden schon mache ich gerade mit den Kameras und Stresstests und mit den Router, weil mich das einfach interessiert hat. Ich will nämlich mal so 24 Stunden live gehen und das bin ich gerade so am Ausprobieren. Ne, eine Kamera habe ich nach draußen gehangen, ich zeige euch das mal. Ne? Schaut mal. Ne? Da ist die Außenkamera, da habt ihr auch gesehen, wie lange das schon läuft, 5 Stunden und 13 Minuten, ne, ganz spontaner Livestream, ist aber wirklich nur einfach für Testzwecke. Deswegen habe ich das auch gar nicht groß angekündigt. Ne, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, müssen wir mal schauen. So, liebe Leute, hier, ne, wir sehen uns. Ja, Freunde, hallo, seid gegrüßt, Peter von der Liffende Camper hier. Ja, nachdem das gestern nicht so ganz geklappt hat, ich glaube, der Router, der ist nach 10 Stunden ausgestiegen, dieser hier, schaut mal. Der hat wirklich in Verbindung mit diesen drei Kameras, ich zeige euch die mal, wie die jetzt gerade hängen. Zack. Hat der in der Dauerschleife wirklich 10 Stunden durchgehalten halt, ne? Aber dieser kleine 5G-Router ist dann natürlich ja recht heiß geworden. Richtig, richtig heiß geworden. So, dass ich mich entschlossen habe, eine Kleinigkeit umzubauen. Schaut mal. Ich habe hinten aus der Heckgarage den Teltonika 4G-Router rausgeholt, die Kameras umprogrammiert und möchte gerne komplett 24 Stunden live gehen, Donnerstag, ab Donnerstag 11 Uhr, also von 11 Uhr morgens bis freitags 11 Uhr morgens, 24 Stunden live. Wir werden schauen, ob das klappt. Hier,
Ich freue mich auf euch, euer Peter von I Live in a Camper. Ja, liebe Leute, hallo Freunde, Peter von I Live in a Camper hier. Schaut mal, ich stehe ganz allein jetzt auf dem Platz. Ne? Mutterseelen allein, total toll. Ja, nochmal. So, endlich Kaffee. Guten Morgen, Freunde. Peter von der Live in the Camper. Schaut mal nach draußen. Leute, ist das nicht herrlich? Ja, heute. Tag des Anfangs, 24 Stunden Livestream. Wie spät haben wir das? Wir haben jetzt gerade 7 Uhr. Ich muss noch ein bisschen was machen. Sprich, schaut mal, ich habe jetzt schon mal meinen Router umgebaut. Das habe ich ja gestern schon mal in den Livestream erzählt. Jetzt sitzt hier ein Router. Da. Und mangels USB-C-Dosen oder A-Dosen, USB-Steckdosen, kommt hier die alte Lampe, die kommt weg. Da ist so eine alte Halogenlampe, die kommt weg. Die frisst sowieso viel zu viel Strom. Und dafür, damit ich diese Kamera betreiben kann, kommt da eine Steckdose rein. Und das will ich jetzt mal machen, nehme ich euch natürlich mit bei, wenn ich das mal eben so ein bisschen umbaue. Ich hole mir jetzt mal erstmal so die Sachen her, trinke aber als allererstes meinen Kaffee. Hier, wir sehen uns gleich. Ja, hier habe ich jetzt noch mal so zwei USB-Dosen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich den passenden Bohrer habe. Im Moment sieht das hier alles ein bisschen chaotisch aus. Ich habe so eine Grabbelkiste. Gucken da mal rein. Ja, müsste passen. Ich habe hier jetzt praktisch nur so ein Bohrerset, so ein Kegelbohrerset. Ne, und da müsste das eigentlich passen. Das ist ein 20er. Und das ist bis 32. Müsste eigentlich passen. Packen das Ding mal aus. Habe ich, glaube ich, noch nie angehabt. Und da gehe ich dann mit der Doppel-USB-Dose rein. Warum die? Ganz einfach, weil ich kann da das Licht praktisch, ich habe hier so zwei eckige Scheinwerfer und die haben alle normalen USB-A-Anschluss, ne? Also LED-Scheinwerfer, und die kann ich dann damit anschließen. Das ist echt klasse, Leute. Das gefällt mir. Und dann brauche ich da nämlich zum Beispiel, hier seht ihr das ja, hier habe ich die ganze Kabellage liegen mit Steckdosen, lauter USB-Verteiler, die ich jetzt im Moment noch brauche dafür. Ja, ich werde garantiert noch einige USB-Steckdosen nachrüsten, wenn ich vom Urlaub zurück bin. Muss erstmal wieder Geld sparen, um mir welche zu kaufen. Die sind ja auch nicht günstig. Und dann kann ich da, ja, mal gucken, wie ich das mache, mir was Vernünftiges zusammenbauen, damit ich die Kameras und sowas nicht über
ja, wie heißt es, über 230 Volt betreiben muss. Problematisch ist dann wirklich der Laptop, der muss ja mitlaufen. Da muss man dann halt gucken, ne? Da muss ich dann wirklich sehen, wie ich das mache, ne? Ob ich dann praktisch die Livestreams über so einen kleinen 5 Volt betriebenen Raspberry Pi mache, müsste auch gehen. Habe ich jetzt schon mal gelesen, wäre auch noch eine Möglichkeit, so ein kleiner Mini-PC, der auch mit USB-C betrieben werden kann. Wäre eine Maßnahme, muss man mal überlegen. Naja, aber wir können da machen jetzt mal einmal stromlos schon mal. Ich habe meinen Kaffee noch nicht mal ausgetrunken. So, Achtung. So. Alles komplett stromlos. Wir stehen hier mittlerweile zu dritt bei uns auf dem Stellplatz halt, ne? Und jetzt sind da 30 Jahre Leben im Wohnmobil, ne? Ist hier noch einer gekommen, ne? Möchte aber nicht mit auf die Kamera, kann ich auch verstehen. Der Markus mit 1 Jahr und ich mit 8, also stehen hier fast 40 Jahre Leben im Wohnmobil. Deswegen, ich zeige auch nur so immer hinten ja das jetzt gerade, also mein, weil er möchte da nicht mit drauf. Nur ich möchte mal eins sagen, der gute Mann, der lebt seit 30 Jahren im Wohnmobil. Und er ist von seinem letzten Stellplatz, ich weiß nicht, wo es war, ist er von den anderen Campern verjagt worden. Nur weil er halt nicht kann. Aber ich wollte euch, mir liegt das so gerade so auf der Zunge. Ich werde gerade so richtig sauer. Ne? Und ich glaube nicht, dass das so ja eigentlich in Deutschland sein kann. Ne? Dass da keine ja, Leute respektiert werden, die wirklich schwerbehindert, ne? Schwerbehindert und sowas alles. Ne? Und der wird dann weggejagt. Leute, das kann alles nicht sein. Das, ne, das ist das wahre Leben, so mit Real Vanlife in Deutschland. Es ist nicht das Schöne, so wie der Markus und ich immer gesagt haben, das richtige Leben im Wohnmobil ist ganz anders. Ne, das wollte ich euch nur mal ganz kurz mitteilen, so mal als kleines Statement. Hier, wir hören uns nachher noch, ne, weil ich muss mich jetzt ein bisschen vorbereiten. Ich bin so aufgewühlt jetzt gerade, Leute, dass es, ich bin so absolut fassungslos von so einem Verhalten, von anderen Campern. Und das kann nicht sein, Leute. Ja, liebe Freunde, schaut mal. Da steht der Mabu, die Kameras sind aufgebaut, ne, zwei Tische, der Grill steht da. Und dann habe ich ja gesagt, die Zucchini, guckt euch mal dieses Oschi an hier. Dann so ein bisschen Bacon, Käse, Salat, Zwiebeln, ganz wichtig. Dann in der Schüssel sind noch Tomaten. Ne, hier der Grill, da steht die nächste Kamera, weil wir wollen das ja schön im Livestream machen. Und da hinten seht ihr die Elbe, ja, seht ihr nicht, aber guck mal, da, wir stehen hier direkt an der Fähre, Arneburg. So, und wir haben ja gleich um 19 Uhr den Livestream in 20 Minuten. Da muss ich, um das zu aktivieren, muss ich dann gleich innen rein. Ja, ne, erstmal Entschuldigung, dass ich gerade vorhin so reagiert habe da mit den kleinen Dingen vorne. Aber ich musste das einfach mal loswerden. Ich musste das wirklich loswerden, Leute. Muss mich immer noch mal so ein bisschen runterreden, weil das kann alles nicht sein, dass das so ist, dass ein... Oh, ich bin immer noch... Der Markus ist schon am Lachen, weil ich schon wieder die Kamera in der Hand habe und darüber am Reden bin. Ich muss irgendwie ein bisschen runterkommen. Das ist total elendig, Leute. Das wird auch gleich garantiert Thema im Livestream werden mit. Ich bin da vollkommen fassungslos. Leute, das ist einfach so. Ich mag sowas nicht. Diese soziale Ungerechtigkeit. Jetzt muss ich muss jetzt mal Schluss machen, weil jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Leute. Ja, liebe Leute, ne? Livestream läuft gerade. Ich werde hier veräppelt. Schaut mal. Ich wollte euch das mal einmal zeigen. Guck mal. So, meine eigene Kreation, ne, ein Zucchini-Burger, aber das, die Zucchini-Scheiben als Patty, ne, ganz anders. Ich glaube, ich habe das noch nicht mal irgendwo im Internet gefunden. Ne, laut Aussage der zwei Testesser soll es schmecken. Ne, und wir gucken mal. Hier, da ist nämlich schon einer. Hammer.
Schmeckt gut, und anderer Testesser sitzt hinter mir im Wohnmobil. Hier, ne? Wir sehen uns. Habe ich schon. Hat er schon, Victor? So, Gasflasche zu. Gasflasche ja, muss noch zu. Victor passt aus. Victor lässt sich nicht nur so sinnlos berieseln. So. Victor ist dabei. So, Flasche zu. Fertig. So, und jetzt esse ich auch. Guten Appetit.